Nö. Alchemie, nächste Stufe, Meisterrang. Du. Wir könnten Feilschen mal erhöhen, aber ich sehe nicht so ganz den Sinn momentan drin. Wir haben absolut keine Goldprobleme. Wir finden einfach nichts Tolles zum Kaufen. Das wird sich bestimmt später bei den besseren Shops ändern, aber das ist halt später und nicht jetzt. Du musst auch noch Ketten- und Schildexperte werden. Was Höheres bringt dir hier sogar noch was, aber wir sollten eher die Punkte jetzt hier rein investieren. Meditation braucht sie nicht. Sie ist immer diejenige, die am Ende am meisten Zauberpunkte über hat. Kondition bringt ja auch nichts. Nö, okay. Geist, Geist. So, das heißt, wir könnten jetzt schon Seelenmeister werden, um Tote auferstehen zu lassen, wenn wir denn die nächste Stufe wären. Also nicht Kleriker, sondern Priester. Sind da also schon mal vorbereitet. Hast ja ein paar Sachen zu verkaufen. Das können wir auch noch kurz machen. So, Level Up haben wir. Guten Verkaufen. Tag. Darf ich helfen? Weg, 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 weg. Weg. Danke. So. Du musst das noch identifizieren lassen. Und das. Tote Wecken haben wir Können sogar wir das schon. wirklich brauchen? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Hör mal, ich weiß Kann das sie immer noch nicht. nicht. Okay. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Weg, weg. Zur Alchemistin, zur Alchemistin, zur Alchemistin. Zu ihr. Wir wollten nur vier Feuerstäbe aufbewahren, also kann der auch weg. Erz zu ihm. Ja, okay. Kinkelitzchen. Kinkelitzchen waren da hinten. Der Alchemist wäre auch um die Ecke, aber leere Flaschen brauchen wir nicht. Das heißt, wir verkaufen einfach nur unseren Ramsch und dann ist gut. Und dann würde ich sagen, Deja. Da müsste es noch einen Teil vom Golem geben. Und wir könnten den Priester suchen, der uns aufsteigen lässt. Verkaufsrechnung. Genau, zwei Teile wurden nach Deja gebracht. Das klingt doch sehr passend. Also, Römschladen. Kann ich euch So, helfen? Essen verkaufen. Weg, 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 weg. So, 79.000. Geteiltes Leben. Steinhaut. Stehen und entschärfen. Bewahrung. Hält sich alles um Grenzen. Vielen Dank. Auf Wir hatten noch einen Wiedersehen. Zauber, den wir lernen wollten, ne? Ein Erdzauber. Also bringt das hier nichts. Aber wir könnten bei den Klerikalen auch mal gucken, ob da irgendwas Neues im Angebot ist. Das waren hier ja auch Meistergilden, Willkommen in der richtig. Körpergilde. Giftteilen haben wir, Hammerhand haben wir nicht, wollen wir aber auch gar nicht. Regeneration haben wir und die anderen beiden hier können wir nicht. Okay. Willkommen in der Gilde der Seele. Heldentum haben wir, Rest können wir nicht. Okay. Willkommen in der Gilde des Geistes. Lähmung heilen haben wir, Berserker haben wir und haben wir nicht ausprobiert bei den Wachen, wo wir es eigentlich wollten. Geistresistent kaufe ich einfach mal. Bin ich mir sicher, ob wir es haben oder nicht. Ich probier's gleich mal. Wie schaut's denn? Also Geistresistent, Körperresistenz hast du? Geistresistenz hast du? Seelenresistenz, gibt's das? Seele? Willkommen in der Gilde der Seele. Schicksal, Schicksal. Wahrscheinlichkeit eines Angriffstreffers eines Charakters zu erhöhen oder aber die Wahrscheinlichkeit für einen Angriffstreffer des Feindes zu senken. Der Wahrscheinlichkeitswert wird mit 20 plus 1 pro Fähigkeitswert modifiziert. Der Zauber verschwindet, wenn das Opfer angreift oder 5 Minuten verstrichen sind. Ja, nee, für einen Schlag. Nee. Das reicht mir hier bei den klerikalen Zaubern. Also, wir wollen. Wir haben ganz schön viel Erz. Und ganz schön viel Blut. So.
Tränke kommen auch zu dir. Wir wollen jetzt, das kann weg. Wir wollen jetzt zu dem Schmieden. Die Frage ist nur, was wir jetzt holen. Kinkerlitzchen? Ja, Kinkerlitzchen, ne? Macht am meisten Sinn, okay. Gegenstand herstellen. Silberhandschuh. Guck mal, schau, was er trank. Umhang. Zauberstab. Noch ein weißer Trank. Nicht ganz so toller Zaubertrank. Ja, Zauberschriftrolle. Edelstein kann gleich weiter. Noch ein Trank. Ein schöner Umhang. Ein orangener Trank. So, was haben wir da? Brauchen wir wirklich noch so einen Schwärmestab. Hält sich in Grenzen. Ich weiß das nicht. Plus 10 auf alle Resistenzen. Das klingt doch wie für Gerugon gemacht, oder? Der hat nur einen stinknormalen Dreierumhang, der eine klitzekleine Verzauberung drauf hat. Ja, sehr passend. Also du kannst weg. Können wir das wirklich brauchen? Das kann weg. Brauchen wir wirklich noch Intellekt so ein plus 10. Klingt sehr schön. Rüstungsklasse ist ziemlich Wayne. Feuerball, Feuerdorn. Brauchen wir wirklich noch so ein ganz normaler Ding? Kettenhandschuh. Verlangsam kann weg. Wasserresistenz kann weg. Geistesresistenz kann weg. Wasserresistenz kann weg. So, ein 10er Heiltrank. Ne. Können wir das wirklich brauchen? So. Hör mal, die Krone interessiert mich. Wir laufen jetzt also wieder zurück zum Kinkelitzchenstand, weil ich wissen will, was die Krone macht. Und verkaufen den ganzen Rabatt, den wir bekommen haben. Also, wo bin ich? Da bin ich. So wirklich lohnt tut sich das mit den Ärzten noch nicht. Da fehlt es uns wahrscheinlich an Glück. Helfen? Oder an Stufen. Königskrone. Sie nichts macht. Kronen dieser Art werden üblicherweise durch Magie erschaffen, um ihre Empfänglichkeit gegenüber Verzauberung zu erhöhen. Wird eine ohne Verzauberung gefunden, ist sie aus irgendeinem Grund wohl nicht fertiggestellt worden. Das heißt, wir behalten sie jetzt, bis wir verzaubern können? Ich weiß ja nicht. Feuerstrahl kann weg. Alles, was hier ist, kann immer weg. Und du hattest nichts Besonderes. So, wir haben uns eine Stufe gemacht. Wir haben Inventar ausgemüllt mit mit Erzen, Tränken und was weiß ich. Das heißt, jetzt definitiv Nadeja nicht mehr ablenken lassen. Und da werden wir dann viele Türen klopfen müssen, bis wir den Kleriker finden. Deja kamen wir hin, wenn wir hier nördlich gehen, richtig? Hallo, ihr wollt rein. Also warten wir. Warten wir länger. Hallo, Deja. Es geht sofort los. So, hier war ein Dörfchen. Hatten wir auf der Karte noch was anderes? Ein Haus da hinten. Aber das war von irgendeinem Jäger, der dem dunklen Pfad folgt und uns nur dann ausbilden will. Also nee, noch nicht so wirklich interessant. Eventuell auch niemals interessant, aber das müssen wir gucken. Konditionsmeister. Nee, dauert noch. Stimmt überhaupt, wir waren hier schon in jedem Haus und ich glaube, es wäre uns aufgefallen, wenn wir einen Priesterlehrer gefunden hätten. Also es kann nicht schaden, nochmal ganz kurz hier durchzugehen, sind ja nicht viele. Aber wenn nicht, müssen wir woanders gucken. Meditationsexperte sind die jetzt alle schon. Du ja auch, oder? Ja. Schattenmagie-Experte, nee. Streitkolben-Großmeister dauert auch noch. Okay, dann müssen wir uns jetzt richtig umgucken. Also, Auge an. Schild an und Heldentum und die ganzen tollen blauen Punkte hier aufsammeln, auch wenn es ein bisschen schwer zu navigieren ist, oder auch nicht die ganzen blauen Punkte einsammeln. Was haben wir da? Das erkenne ich nicht. Ein Speer. Warum liegt hier so viel Ramsch rum? Oh, eine Harpienkönigin, komm mal her. Kaputt. Also wirklich schwer ist die Ecke für uns nicht mehr. Am Anfang war es ja doch ein wenig mulmig hier, aber jetzt. Normaler Harpien dürfte eigentlich gar kein Problem sein.
Na komm, wir haben noch Zauberpunkte. Da rauschen wir jetzt einmal durch. Oh, Harpienfedern. Die haben auch eine 10er Potenz. Oder so ähnlich. Gucken wir mal. 10, ja. Also kommen da 15er Mana-Trink oder so raus. Das heißt, diese ganzen kleinen blauen Bröckchen, die wir haben, die 5 Potenz haben, könnten wir aussortieren. Weil ich habe das Gefühl, wir werden hier sehr viele Federn bekommen. Zauberpunkte gehen langsam runter. Und das sind 4 Königinnen. Das ist ein wenig komisch. So viel Monarchie auf einem Haufen. Aber gut, schlafen. Nochmal Waha. Und immer schön Augen offen halten, ob hier nicht irgendwo eine Kiste ist. Zing, 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 zing. Ganz schön viele von euch. Oh, da hinten sehe ich was. Adlerauge. Jupp, ist eine Kiste. Okay. Oh, und eine Gin-Lampe. Ich könnte jetzt in meine Notizen gucken, ob ein Ja... Was zur Hölle? Ich wollte gerade sagen, wir kommen in die Truhe nicht ran. Das wäre ganz schön gemein. Aber nee, da können wir nicht weiter. Da wird Tolerantischer Forst. Du, Bewahrung auf sie. So. Und das erste Teil. Kohlenbein links. Können wir das wirklich brauchen? Grausamer Speer. Brauchen wir wirklich? Und ein Wanderstmann-Hut der Schönheit. Interessante Kombination. Können wir das wirklich brauchen? Na, komm mit, komm mit, komm weg. Also, wir haben ein Bein gefunden. Relativ im Nordosten. Ist da beim Wasser irgendwo was? Eine Insel oder so? Da ist ja noch recht viel Platz auf der Karte. Warte mal, du mach mal Federfall. Du mach mal Wasserwandel. Und wir gehen einfach mal ganz kurz gucken. Ja, da ist was. Obwohl ich mir ziemlich sicher bin, dass da kein Golem-Teil sein wird, weil das viel zu weit abseits ist. Und die Golem-Teile kommen ja alle von Magie-Schülern. Die werden bei einigermaßen zivilisierten Ecken geblieben sein, oder? Ja, es sind Magier-Schüler, wer weiß. Gucken wir einfach. Wir kriegen ganz viele Harpienfedern, wir kriegen Erfahrungspunkte, wir kriegen Gold, ist alles super. Zing, 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 zing. Demnächst wieder schlafen. Lass uns mal einen richtigen Kampf suchen. Scheint kein... Oh, was ist da hinten? Gold, 3050. Da sage ich nicht nein. Auch wenn wir schon 80.000 dabei haben und 50.000 auf der Bank. Oh, da ist eine Kiste. Unsere Bewahrung ist noch aktiv, ja. Das erkenne ich nicht. Berserker haben wir schon. Tagebuch. Okay. Tagebucheintrag 19. September 1057. Die Sonne führt mich und beschützt mich vor Falschheit. Also ist wahrscheinlich ein Anhänger aus dem Tempel der Sonne. Ich bin nach Deja gereist, um mit eigenen Augen die Auswirkungen der Taten der Totenbeschwörer zu sehen. Es gibt Gerüchte, dass die Anhänger des Mondes mit ihnen gemeinsame Sache machen. Das darf nicht passieren. Zusammen wären sie unaufhaltsam. Möge die Sonne mich aus dieser Dunkelheit führen. Okay. Brauchen wir wirklich noch so ein Alter? Können wir das wirklich brauchen? Nicht das, was wir gesucht haben. Aber wieder ein Teil der Hintergrundgeschichte von den Evermorn-Inseln, wo wir auch noch hinwollen. Und, nee, wir wollen da lang. Und da sehe ich Häuser. Kommen wir da irgendwie wieder hoch? Wir könnten bestimmt hier klettern, aber es dauert ewig. Bringen wir erstmal die beiden Harpien um. Schlafen und dann gucken wir, ob wir einen Weg finden. Du willst uns nicht angreifen? Doch, da. Na komm. Fliegt nicht so zickzack. So. Schlafen. Noch ein bisschen schlafen, bis wieder Sonnenlicht da ist. Da
Dann hätten wir gerne Federfall. Wir hätten gerne nicht das. Wir hätten gerne das. Und wir hätten gerne das. So, jetzt springen wir ein bisschen, um Zeit zu sparen. Oh, und wir hätten noch gerne das da. Genau. Hüpf. Hüpf. So, Truhe. Nee, keine Truhe, aber noch eine Aladdin-Lampe. Und eine Harpie. Okay, eine Harpien-Königin.